Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Baldur's Gate. Wir sind auf diesem, ja, Schiff, keine Ahnung, und sollen zum Ruder, denn wir sollen befreien. Aber ich muss mal kurz was gucken. Von da kommen wir, da geht es nicht weiter, da waren wir. Ja, dann sind wir eigentlich richtig. So, dann gehen wir mal weiter, wa? Kameradistanz können wir halt auch anpassen. Oh. Da kämpft das. Ah ja. Deal with the Geich after we escape. Okay. This thing's falling fast. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Okay, wir haben jetzt hier verschiedene. 8 Life. Du hast 6 Life. Du bist eine Art Paladin. Kannst aber auch Feuerpfeile schicken oder. Ja, Feuer gegen die glaube ich nicht, dass das was bringt. Resistenz. Lenkendes Geschoss. Der nächste Angriffswurf gegen dieses Ziel ist im Vorteil. Okay. Schild des Glaubens. Okay. So. Kriegst hier du mit dem Hammer auf den. So, Nummer uno. Mehr kannst du gerade nicht. Okay. Dann hätten wir dich. Da würde ich glatt sagen. Ja, das bringt mir nicht ganz so viel. Versuchen wir ihn. Jawoll. Sehr gut. Da kommt man leider nicht mehr ran, ne? Doch, wir kommen noch ran. Oh, das hat nichts gebracht. Glaube ich. Mach dich mal wieder vom Acker. So. So. Zu Ben. What? 100? Ach du Heiliger Bimmer. Würde er gerne hier auch noch plündern. Ach so, halt. Ich habe ja nur eine gewisse. Aber du kannst Feuer spüren, ne? Das hilft doch? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Hat geklappt. Dein Angriff wurde widerstanden und die Kreatur hat nun den halben Schaden erlitten. Oh, okay, 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 okay. Wir könnten sie untersuchen, aber das bringt uns nicht so viel. Was ist das? Aufheben? Ein Radius. Wir könnten natürlich hier auch
Ja, dann würden wir unseren eigenen auch treffen, ne? Fehlschlag, okay. Ja, ja, ich beeile mich ja schon. Good idea, I think. Können wir denn eigentlich immer noch angreifen? Anscheinend schon, ne? Hast du hier überhaupt eine Fernkampfwaffe? Ich glaube nämlich nicht. Achso, du bist ja fertig, zu Ben. Aber du hast einen Feuerball. Theoretisch würde das also gehen. Auch ein Fehlschlag. Okay. Also erstmal du, vorwärts marsch. Ah, das war so klar, dass da was kommt. Hurry, before they strike. Oh. So, kommt's leider nicht weiter. Hast gezaubert, dann. Wir gucken einfach mal. Vielleicht gibt es ja da trotzdem noch was drin. So, damit sind die Gegner erstmal ausgeschaltet, was glaube ich ganz gut ist. Zug beenden. Was haben wir denn noch? Resistenz. Mehr als probieren kann ich es nicht. Das kann ich, glaube ich, nur einmal immer zaubern, ne? Die Zauber hier. Oh, da ist ja noch was. Ja gut, aber ich muss los. Okay. Victory awaits. Make way. Der lebt ja immer noch. So. Bus. Das war ein Fehlschlag. Autsch. Okay, das bedeutet, Forward, Istik, before more. Okay, die haben alle nichts. Trotzdem gehst du schon mal nach da. Jetzt, ja, du kannst ja mal kurz gucken. Der hat nichts. Der hat was. Mysteriöse Flüssigkeit, da wollen wir gar nicht erst auftreten. Taking position.
Du bist zu weit weg, okay. Okay. Ich glaube, wir übernehmen die Kontrolle. Ach du Heilige, wenn man... Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Das wird interessant. Oh! Schlacht. Aha. Wir das oder war das unser Suppenkasper da mit den Tentakeln? Okay, guten Morgen, guten Morgen. As you wake, the tadpole squirms in your skull. Erstmal nach Verletzung gucken. Infection, you're more or less intact. A miracle, given everything you've been through. But it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Mhm. Okay. Was? Einzigartige Gegenstände. Allgemein ist das toll. Kehre während einer langen Rast zu deiner privaten Truhe im Lager, um einige deiner einmaligen DLC-Gegenstände zu finden. Ach, J, das Tagebuch. Okay, warte, J. Das ist mein Tagebuch. Okay, das haben wir abgeschlossen. Ja. Jetzt finde ein Heilmittel. Hm. Okay. Bedeutet, erstmal Lucky Lucky machen. Abgrund. Okay. Weil kann ja in der Nähe immer noch irgendwas sein. Okay, hier haben wir erstmal Tote. Seems like a good moment to talk. Oh. Die Paladinen. Mich sieht ja keiner. Das geht nicht gut. Das weiß ich jetzt schon. What are you doing? Ich bin ehrlich. Ich wollte mal sehen, ob ihr was habt, was sich lohnt. Well, that's honest of you. Don't do it again.
I'll give you a pass this time, considering I owe you my life. And speaking of, how are we alive? Ich hatte gehofft, dass ihr das wisst. I remember the ship. I remember falling. Then nothing. Mhm. Habt ihr eine Ahnung, wo wir sind? No. I don't recognize this place. But anything's an improvement on where we just came from. First things first. We need supplies, shelter, and most of all a healer. Okay. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Hmm. Was ist aus unserer Git-Freundin geworden? You might want to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. Okay. Ihr wollt zusammenbleiben, wenn ich recht verstehe. We need each other. And we both know what's at stake. Can't think of better company. Na schön, brechen wir auf. Zu zweit ist es immer besser. Just before we go. I wanted to thank you again for freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod, but you didn't. I'll remember that. Lead the way. Sehr schön. Okay. Dann haben wir sie wieder dabei. Sie kann. Was ist denn das hier eigentlich? Stufenaufstieg? Oh. Zauberer Stufe 2. Okay, gucken wir mal. Gesundheit ist auf 14 gestiegen. Zwei passive Merkmale erhalten. Okay. Oh. Du erhältst die Fähigkeit Zauber an deinen Bedarf anzupassen. Wähle aus den folgenden Metamagie-Optionen aus. Was ist denn das hier? Passiv, Merkmal. Zauber, die nur auf eine Kreatur zielen, können noch auf eine zusätzliche Kreatur zielen. Zaubereipunkte pro Grad des verwendeten Zauberers. Okay. Verlängerter Zauber. Die Dauer von Zuständen, Beschwörung, Kreaturen, Oberflächen durch Zauber. Okay. Weitreichendere Zauber. Erhöht die Reichweite von Zaubern um 50%. Nahkampfzauber erhalten eine Reichweite von 9 Metern. Auch gut. Passives Merkmal. Verbündete sind bei Rettungswürfen gegen Zauber. Die Rettungswürfe erfordern automatisch im Vorteil. Nö, ich mach mal hier Reichweite, finde ich genial. Und ich finde die Spiegelung auch komplett genial. So. Dann können wir anscheinend noch... Wähle die dir bekannten Zauber aus. Der Liste unten aus. Zum Wirken sind Zauberplätze erforderlich, sofern nicht durch ein Merkmal anders angegeben. Oh. Okay. Bis zu langer Rast haben die Dinger hier Blende, Giftschaden, Schild. Auch die schlecht. Was haben wir denn bisher an Zaubern? Ich überlege gerade. Wir haben Eismesser und wir haben magisches Geschoss. Die finde ich schon geil. Eismesser und magisches Geschoss. Ich würde fast mal einen Schutzzauber nehmen, oder? Suchen wir uns jemanden, der Schutzzauber macht. Oh, das ist auch nicht schlecht. Nebelwolke, Also,
Feuerschaden hat er jetzt die Paladine sozusagen. Wir könnten den Sprung verbessern. Ach so, Vertreffer von einer Kreatur, okay. Sprühende Fäden. Okay, ja, das ist... rascher Rückzug. So, aber erhalte sofort, sowie als Bonokastung am Ende jedes Zuges deiner Züge Sport, bis dieser Zauber endet. Bis zur langen Rast. Ich nehme Federfall. Oder? Also noch haben wir nichts mit Fall. Ja, das können wir immer noch nehmen. Ich würde sagen, wir nehmen... magisch Schlaf. Dazu bist du viel... okay. Wähle dazu bis zu 24 Trefferpunkte Kreaturen aus. Ah, okay, die haben dann 24 Trefferpunkte. Ist natürlich auch nicht schlecht, so eine Kreatur aus dem Kampf zu nehmen in der Zeit. Zwei Züge aber nur. Ja gut, nur ist... weil wir haben zwei Kampfzauber, das bedeutet, ich nehme tatsächlich die Rüstung. Die Rüstung, Zauber ersetzen brauchen wir nicht. Jetzt Zauber erhalten und... okay, dann haben wir jetzt die Rüstung. Initiative wirkt sich auf deine Position aus, okay. Dann annehmen. Stufenaufstieg auf 17 Punkte. So, Zauberplätze freigeschaltet. Du erhältst einen Zauberplatz, Zauberplatz, okay. Göttliche Macht fokussierte Ladung 1. Du erhältst das Attribut göttliche Macht. Aber das ist doch nicht die, die wir ausgewählt hatten, oder? Bin ich komplett plemplem? Das war nicht die Wächterin, die wir ausgewählt haben. Da bin ich mir relativ sicher. Aber gut, Untote vertreiben. Bete um alle Untoten, die dich hier sehen können, zu vertreiben. Aha. Abbild beschwören. Lenke deinen Gegner mit einer Illusion ab. Im Abstand von bis zu 3 Metern von der Illusion sind deine Angriffswürfe und die deiner Verbündeten im Vorteil. Auch nicht schlecht. Das bedeutet, können wir jetzt hier was machen? Heilung? Wunden heilen. Heilen in der Kröte, die du berühren kannst. Die du sehen kannst, okay. Kann ich dich jetzt hoch? Achso, wir haben sogar zwei Heilzauber. Oh, warte mal, was haben wir hier? Wunden verursachen. Nekrotisch, okay. Gleißend, ja. Ja, nee, das lassen wir natürlich so erstmal, ne? Okay, haben wir auch. So. Ja, umschauen. Dass wir nichts übersehen. Ja. Okay, sie folgt automatisch. Seil. Können wir bestimmt irgendwie mal hier brauchen. Das Blatt. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Gegenstände hervorheben mit Alt. Oh! Das ist ja gut. Was haben wir hier? Unedler Hut. Ja, nehmen wir erstmal. Always room for more. Rezept freigeschaltet. Suspension des Meergrases. Anything of use? Da ist noch ein toter Fischer. Fischeimer, da können wir mal reingucken. Lagervorräte, achte darauf, Essen und Getränke mitzunehmen. Die brauchst du, um während einer langen Rast Gesundheit und Ressourcen wiederherzustellen. Oh, okay. Fresh water. There must be a settlement somewhere nearby.
Du kannst in deinem Inventar Bücher und Notizen lesen, die du aufgesammelt hast. Ja, und dann? Seemannslieder lesen. Okay, ist einfach nur ein Seemannslied, nehme ich mal ganz stark an. Keine Ahnung, was das bedeutet. So. Okay. Ein Brief. Den müssen wir lesen, weil der war... Das ist auf jeden Fall besser. Wie gesagt, wir nehmen erstmal alles mit. Die Frage, die sich mir natürlich auch stellt, ist, wo geht's hier hin? Oh, hier geht's rein. Und dann geht's auf der anderen Seite wieder raus. Oh, okay. Ja, wie machen wir das jetzt? Wegpunkt entdeckt. So. Alchemie. Deine Gruppe hat alchemistische Zutaten gefunden. Sammelt sie in einem einzigen Inventar und setze Alchemie ein, um eigene Tränke, Gifte, Elixiere herzustellen. Okay. Was? Das ist eine Harfe, ne? Klassenaktionen. Nehmen wir erstmal mit. So, alte Tür. Uraltes Sie. Was ist das denn? Oh, dann müssen wir mal gucken. Karte, allgemein Tutorial. Dies ist eine Karte deiner Umgebung. Du kannst Missionsorte ansehen und eigene Markierungen platzieren. Außerdem kannst du zu den Wegpunkten teleportieren, die du entdeckt hast. Das bedeutet, wir könnten hierhin teleportieren. Ich würde jetzt tatsächlich erstmal hier reingehen wollen. Was? Da sehen wir, das ist ein Wegpunkt. Okay. Gut, na dann. Okay, gut. Ich würde erstmal hier reingehen, gucken. Ja. Ein fütter Burger. Ah, da geht doch was drin vor. Oh. Oh, gleich drei. Nein. Okay. Sprung. So. Ah ja, Gelegenheitsangriff, weil er war an mich dran, hat nicht angegriffen. Na klar. So. Okay. Aha, und das bedeutet? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Weiß nicht, was ich getan habe. Muss aber mich zurückziehen, definitiv. What should I do? So, Zug beenden. Sprung. Gefällt mir nicht. So. Wir könnten jetzt Heilung anwenden erstmal. Na dann, Feuer frei.
So, zu Ben. Okay. Ah, dafür sind Zauberpunkte erforderlich. Oh, okay, 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 okay. Ah, schade, die sind... Ah, Mühe mehr zusammen und das wäre geiler. Wäre gut. Kann ich nur mir? Ach, ich kann mir. Oh, nee. Dann... Best be on my way. Nicht mit mir. Oh, Fehlschlag. Sehr schön. Hätte ich auch glatt gesagt. Auch Fehlschlag. Ja. Autsch. Survival isn't such a distant prospect. Ja, das tat ganz schön weh. I'm ready. Meint ihr erstmal so? Okay. Still breathing. Gut. Ich glaube, das war eine richtige Entscheidung, um hier reinzugehen. Die haben halt nichts dabei, ne? Oh nee, da ist Feuer. Da wollen wir nicht rein. So, kommen wir denn nach hier oben? Ist da irgendwas? Nö. Hier ist auch nichts. Da oben liegt halt jemand. Die Flüssigkeit ist ausgelaufen. Gehen wir erstmal nach da gucken. Oh. Einmal Öl der Präzision. Ätzende Knolle. Kann geschmissen werden, wenn ich das richtig verstehe. Überzieht deine Waffe mit einem Bonus von +2 auf Angriffswürfe. Mit der eingeölten Waffe. Kommen wir denn hier hoch? Das wird mich jetzt mal interessieren. Wahrscheinlich durch die Suppe. Da will ich aber nie durch. Da weiß man nie, was drin steckt, ne? Oh, da liegt ja auch noch einer. Okay. Oho, Trank der Geschwindigkeit. Er hat eine Aktion extra +2 auf die Rüstungsklasse. Vorteil bei Rettungshof. Okay. Stachelige Knolle. Ich glaube, so eine Sache kann man dann gut verkaufen. Hoffe ich. Let's have a look. Weil das sind Sachen, wo ich mir denke, brauchen wir nicht wirklich. Ein Rapier. Macht mehr Schaden als meine Waffe. Ich müsste mal gucken, wo wir einen Vorteil drin haben und welche Waffen. Okay. Verschlinger wieder. Da bin ich glücklich, dass diese Verschlinger tatsächlich angeschlagen waren. Weil 21 Life wegmachen. Usch. I'll take that. So. No traps, please. Okay. Au! Um ein Schloss zu knacken, kannst du dein Diebeswerkzeug verwenden oder den passenden Schlüssel. Rechte Maustaste. Schloss knacken. Okay, wir brauchen eine 5. Nein, oder? Wir brauchen eine noch einmal versuchen. Ja, gut. Oh Mann, ey. Lederhelm. Geschicklichkeit +1. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, was wir überhaupt haben, weil wir sind ja auch schon relativ voll, ne? Also wir maximal bis hier.
dann wird es, glaube ich, Gewicht wird dann, also dann können wir, glaube ich, langsamer laufen und so. Deswegen können wir theoretisch auch hier diese Knollensache. Hier, stachelige Knolle. Nope. Hier. Schädel, keine Ahnung, da bin ich mir nicht sicher. Die Becher könnten Geld wert sein. Ausgerüstet von keinem. Ja, ist jetzt beides bei 10. Was hast du an? Du hast eine 13er sogar. Hätte ich jetzt gesagt, deine Waffe macht 2 bis 7. Die. Die Harfe ist wahrscheinlich definitiv irgendeine Klasse. Da müssen wir nochmal reingucken. Was hatten wir denn? Wir hatten doch noch mehr zum Schmeißen. Oder bin ich jetzt doof? Nö, eigentlich nicht. Tatsächlich nicht. Eingearbeitete Silbermedaillon, in das die Worte für Papa eingraviert sind. Können wir ja erstmal anziehen. Lederhelm. Du trägst diese Rüstung, so erhöht dieser zwar deine Rüstungsklasse, aber deine mangelnde Übung bedeutet, dass du bei einigen Würfen im Nachteil bist und keine Zauber wirken kannst. Oh, okay. Diadem. Was ist, wenn wir es so rummachen? Scheint ein bisschen besser zu klappen. Flasche. Ja, behalten wir erstmal. Kerze. Edler Hut. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ja, nee, wir behalten mal. Wir bleiben mal beim Diadem jetzt hier. Wasser. Okay, dann lesen wir jetzt nur mal den Brief. Lesen. Sir, ich lieb... Was? Sir, ich liebe dich? Da hab ich's gesagt. Und wenn du mich morgen triffst, werde ich es wieder sagen und wieder. Bis wir alt und grau sind, wir sollten es wagen. Lass uns nach Baldurs Tor gehen. Ich weiß, es ist riskant, aber hier zu bleiben ist es auch. Die letzten Monate waren hart, aber alles ist etwas einfacher, wenn du bei mir bist. Verlass dein Boot und triff mich am Hügel bei der alten Brücke. Bring mit, was du tragen kannst. Wir schaffen es schon ohne Rest. Verspäte dich nicht. In Liebe, deine Anna. Okay. Gut, dann gehen wir mal weiter. Hätte ich jetzt gesagt. Okay, man kann tatsächlich überall hin. Oh, was ist denn hier? Das ist doch eine Kapsel. Da steht jemand. Da geht's auch hin. Ich kann mir vorstellen, das ist derjenige, der auf sie wartet. Ich kann es mir zumindest vorstellen. So. Hey! Brauche Hilfe? Okay. Hurry! I've got one of those brain things cornered. In die Enge getrieben. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Kein Problem. Zurücktreten. There. Can you see it? Aha. Not a sound. Not if you want to keep that darling neck of yours. And you, keep your distance. No need for this to get messy. I need her alive. Stow that blade, or I'll show you just how messy things can get. Promises, promises. But I have other business, I'm afraid. Now, I saw you on the ship. Mm-hmm. Didn't I? Nod? Ich
Dem Elf einen Kopfstoß geben. Oh, wir brauchen eine 14. Eieieiei. Minus 1 plus 2, das bedeutet plus 1, ne? Ja, das sollte passen. Weiter. Boom. You wretched little. Den Typen möchte ich nicht dabei haben. Jetzt. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. Was will er? You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? Steckt das Messer weg? I'm not an idiot. It has to be those tentacled monsters. Something they did. They took you too. I saw it during whatever just happened. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Ihr habt da noch wohl mehr zu bieten als es tut mir leid. I'm out of wine and flowers, so I hope an introduction will suffice. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Ich stelle mich A vor. Pleasure. So, do you know anything about these worms? Ich weiß, dass wir sie nicht in unserem Kopf haben wollen, die Würmer. No. Of that much we can be certain. These worms are already affecting me. I can feel it. Now, what to do about it? Ich muss los. Ihr könnt euch in meinem Lager ausruhen. Welchem Lager? I was ready to go this alone. But maybe sticking with the herd isn't a bad idea. Safety in numbers, after all. And I hate to turn down an invitation. All right. Maybe I'll see you there. Good luck. Okay, also ihn mag ich auf jeden Fall schon mal an Gornet. Wo auch immer er jetzt hinrennt. Ich überlege immer noch, wo wir hin müssen. Darunter kommt man nicht. Aber dann geht's ja theoretisch nur hier lang. Ich sag's so, wie es ist. Ich will mit ihr vorlaufen. Death, a mind flayer. And it's hurt. Even injured is dangerous. Wo? Da, ah. Give up now. What's up for discussion? You approached the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now if only you didn't feel compassion. Compassion. Nein, du solltest. Nein, du sollst wütend sein, oder nicht? Yes, you feel hate. And you deserve to be punished for it. You should be whipped, made to bow before this creature in shame. It's possessing your mind, forcing you to love it. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Intelligenz, auf seine Gedanken konzentrieren. Oh, wir brauchen einen Wurf. Okay. Na, eine 1 gerade mal. Shit, das war ein kritischer Fehler. You try to break through, but its mind is impenetrable. With a last surge of defiance, it slaps your efforts away. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice.
Wir töten es. Es muss sterben. So. Ah, stimmt. Wir hatten noch diese Bälle. Ja, bitteschön. So. Haben wir hier sonst noch was rumliegen? So, wir können jetzt da lang gehen. Dann kommen wir, glaube ich, zurück, wo wir schon waren. Okay, okay, okay. Dann machen wir das kurz. Wir gehen mal kurz bis dahin. Einfach die Karte ein bisschen erforschen. So. Oh. Da sind Goblins. Die haben einen Bogen dabei. Okay. Goblin-Krummsäbel. Mhm. Hier sind alle gestorben. Theoretisch geht es ja dann hier raus. Da sieht es aus wie Fallen. Hm. Oh. Warte mal. Karte. Also wir können jetzt erstmal hier runter gehen, weil hier konnten wir ja nicht hin. Also gehen wir jetzt erstmal den Weg runter und gucken, was das hier ist, oder? Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Komm, wir berühren es. Aua. Da kommt eine Hand raus. Anyone? Oh. Okay, Zaubercharisma, dich mit der Magie des Siegels verbinden und sie dann bitten, sich zu beruhigen. Wir brauchen eine 7 und haben Charisma plus 3. Na, oh. Okay, wir haben eine 4 gewürfelt. Wir haben es exakt geschafft. Halleluja. Whatever you're doing is working wonders. Now a quick little pull should do the trick. Na? Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this. Ich vorstellen? A magic. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. Vergesst den Nautiloiden. Wie seid ihr in den Stein gelangt? I don't know what transpired exactly, but the ship broke into pieces and I suddenly found myself in freefall. As I was plummeting to certain death, I spied a glimmer quite near where I estimated my body to impact with less than savory propulsion. Recognizing this glimmer to be magical in nature, I reached out to it with a weaving of words and found myself on the other side, as it were. How about you? How did you survive the fall? Ich habe ehrlich gesagt keinen Schimmer. Fair enough. But even so, I have the unfortunate suspicion your survival is still very much in jeopardy. Back on the ship, you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. Were you not? Mhm. Ja, Penetration ist, ne, okular. Ach, okulare Penetration, sprich im des Auge. Okay, okay, okay. Fahrt fort. The insertee we speak of, this parasite? Are you aware that after a period of
excruciating gestation, it will turn us into mind flayers. It's a process known as seramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Das kann ich nicht behaupten. We're most certainly going to need a healer, and soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Oh. Wollen wir ihn mitnehmen? Aber er ist ja Magier, eigentlich nicht. Ja, komm, wir nehmen ihn mit. Klingt gut. Ihr dürft euch mir gerne anschließen. Most excellent. A parasite shared is a parasite halved. Or something to that effect. Oh. But before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Okay. Magier, sag ich ja. Also wir brauchen... Ach, Magier ist ja was anderes als wir. Stimmt. Gut, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle für heute hier Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage... Schüttelü!